Guten Tag, meine Damen und Herren. Was geschieht mit Ihnen, wenn Sie sterben? Wissen Sie die Antwort? Die meisten Menschen wissen die Antwort nicht. Sie haben vielleicht eine dunkle Vorstellung, eine dunkle Ahnung von dem, was vielleicht geschehen könnte. Einige haben klar und deutlich gesagt, wir wissen nicht, was geschieht, wenn wir sterben. Andere meinen hingegen, dass sie die Antwort wüssten. Und sie haben sich davon überzeugen lassen, dass sie in den Himmel eingehen werden, wenn sie sterben, dass ihre unsterbliche Seele in den Himmel eingehen wird, wenn sie gerecht gelebt haben. Oder wenn sie nicht so gerecht gelebt haben, dann müssen sie vielleicht in die Hölle eingehen, wo sie dann für ewige Zeiten in einem Feuer gequält werden. Oder vielleicht in ein Fegefeuer, wo sie dann für Hunderte oder Tausende von Jahren geläutert werden, um dann vielleicht doch noch in den Himmel eingehen zu können. Andere glauben an die Reinkarnation, die Idee, dass man gewisse Phasen durchlaufen muss, immer von Neuem geboren werden muss, bis man dann letztendlich in das Nirvana eingeht. Das eigene Bewusstsein löst sich dann in das Nirvana auf, was eigentlich nichts weiter bedeutet, als dass man sich im Nichts auflöst. Wissen Sie, was mit Ihnen geschehen wird, wenn Sie sterben? Sind Sie ein bekennender Christ? Sind Sie ein Christ, der dem Wort Gottes getreu lebt? Was geschieht mit denen, die keine bekennenden Christen sind? Die vielleicht noch nie etwas von Christus gehört haben, die lange vor Christi Geburt gestorben sind oder die auch heute noch in Gegenden leben, wo sie einer anderen Religion anhangen? Können die auch zum Heil gelangen? Was sagt uns die Bibel hierzu? Glauben Sie, dass es möglich ist, dass man zum Heil gelangt, wenn man nur nach seiner eigenen Fasson lebt? Wie das damals so schön ausgedrückt wurde, jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Ist es möglich, selig zu werden, das Heil zu erlangen, ewiges Leben zu erhalten, wenn man nur dem getreu lebt, was sein eigenes Gewissen einem vorschreibt? Solange wir uns unserem Gewissen gegenüber treu verhalten, dann ist das genug für Gott. Solange wie man nur an einen Gott glaubt und dann das tut, was man so für richtig hält. Ist das die Möglichkeit, zum Heil zu gelangen? Überlegen wir einmal, was das bedeuten würde. Wer kann bezweifeln, dass Menschen wie Adolf Hitler oder Josef Stalin oder Napoleon oder Karl der Große, Alexander der Große, Cäsar, dass die ihrem eigenen Gewissen gemäß gelebt haben? Die haben das getan, was sie für richtig hielten. Wer kann bezweifeln, dass ein Kannibale der andere tötet, um dann diese Menschen zu verspeisen, weil er glaubt, dass er dadurch mehr von deren Kraft erhält und dann getreu dem Götzen ist, den er verehrt, dass die ihrem Gewissen gemäß handeln? Aber glauben wir wirklich, dass Gott solche Menschen dann dadurch belohnen wird, dass es sie in sein ewiges Reich einführen wird, wenn sie sterben? Wussten Sie, meine Damen und Herren, dass die Bibel, wenn wir uns auf die Bibel beschränken wollen, und wenn wir Christen sind, sollten wir dies ja tun, dass die Bibel nirgendwo davon spricht, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die in den Himmel eingeht oder in die Hölle, wenn wir sterben? Wussten Sie, dass die Bibel sagt, dass die Seele, die sündigt, sterben wird? Die Seele wird sterben, nicht nur der Körper? Wussten Sie, dass die Bibel davon ausgeht, dass die Seele mit dem Menschen identisch ist, das Leben des Menschen beschreibt, das eben auch vernichtet werden kann? Die Antwort auf die Frage, was mit uns geschieht, wenn wir sterben, ist eine weit missverstandene Antwort, auch im Hinblick auf viele, die sich zum Christentum bekennen. Martin Luther hat einmal die Frage gestellt: Wenn wir eine unsterbliche Seele haben, die in den Himmel eingeht, wenn wir sterben, wieso dann noch die Auferstehung von den Toten? Denn Luther war es bewusst, dass die Bibel in der Tat die Auferstehung von den Toten lehrt. Aber warum eine Auferstehung? Warum noch eine Auferstehung, wenn ihre Seele mit ihrem Tod bereits in den Himmel eingegangen ist und dort in Freuden lebt? Nun, einige haben gesagt, wenn es zu der Auferstehung von den Toten kommt, dann wird unsere Seele wieder in den Körper eingehen, den wir hatten, als wir starben. Aber warum das? Die Idee der unsterblichen Seele geht ja davon aus, dass die Seele in einem Gefängnis war, dem Körper, von dem sie befreit wurde, um dann in den Himmel eingehen zu können. Warum dann erneut die Seele zurückbringen in das Gefängnis des Körpers? Wir sehen also, meine Damen und Herren, dass da irgendwelche Schwierigkeiten bestehen, die so nicht mit dem im Einklang stehen können, was die Bibel sagt. Nun wollen wir uns heute einmal mit der
Frage beschäftigen, was die Bibel zu der Frage zu sagen hat, was mit uns geschieht, was mit ihnen geschehen wird, wenn sie sterben. Wie gesagt, die Idee, dass man nach seiner eigenen Fasson selig werden kann, solange wie man nur an einen Gott glaubt, an einen Götzen glaubt und dann das tut, was man von seiner Religion gehört bekommt, diese Idee kann nicht richtig sein. Schauen wir uns einmal an, was der Apostel Petrus gesagt hat in Apostelgeschichte Kapitel 4 und in Vers 12. Apostelgeschichte 4 und Vers 12. Er spricht hier von Jesus Christus. Und er sagt in Vers 11, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und nun Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Also Christus sagt uns hier durch Petrus ganz eindeutig, dass nur die Annahme unseres Heilandes Jesus Christus uns garantiert, dass wir das Heil, die Seligkeit erlangen können. Jesus Christus hat dies selbst betont, und zwar im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Johannes 14 und in Vers 6. Johannes 14 und in Vers 6, wo er sagt, Jesus spricht zu ihm, dem Thomas, dem sogenannten ungläubigen Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Also Jesus Christus hat deutlich gemacht, dass er die einzige Möglichkeit ist, der einzige Weg zu Gott, um das Heil erlangen zu können. Doch wie gesagt, viele haben von Christus noch nie etwas gehört. Die sind gestorben, ohne überhaupt etwas von Christus gewusst zu haben. Sind die von daher verloren? Müssen die von daher für alle Ewigkeit in einer Hölle schreckliche Schmerzen erleiden? Nur weil sie nicht die Gelegenheit hatten, überhaupt etwas von Christus zu hören, geschweige denn, ihn als ihren Heiland zu akzeptieren? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil die Bibel uns nämlich Folgendes sagt in 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 9. 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 9. Da lesen wir, der Herr, Jesus Christus, verzögert nicht die Verheißung, und er spricht hier vom zweiten Kommen Jesu Christi. Er verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch allen und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße oder zur Reue finde. Und noch deutlicher wird es in 1. Timotheus Kapitel 2 ausgedrückt, 1. Timotheus Kapitel 2, und die Verse 3 und 4. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Elberfelder Übersetzung sagt hier, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Die Rede ist hier von der Seligkeit, der Errettung, dem Heil. Und so lesen wir in der Bibel, dass unser Heil in einer künftigen Auferstehung liegt. Denn wenn wir sterben, dann gehen wir ein in den Schlaf des Todes. Die Bibel bezeichnet den Tod als einen Schlaf. Aber die Bibel sagt uns auch, dass wir aus diesem Schlaf auferweckt werden können. Und die Auferstehung, die Auferweckung von den Toten ist die Hoffnung, die uns Christus, die uns die Bibel verkündigt. Der Apostel Paulus glaubte ohne Frage an die Auferstehung von den Toten. Schauen wir uns Apostelgeschichte Kapitel 23 an. Apostelgeschichte 23, angefangen in Vers 6. Apostelgeschichte 23 und Vers 6. Und er wurde hier vor den Hohen Rat gestellt. Er musste sich jetzt verteidigen. Er wurde angeklagt, damals von dem Hohen Rat, dass er also angebliche schlechte Dinge da verkündet hat. Und er sagt hier, als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen.
Er sagte dies, weil nämlich die Pharisäer an die Auferstehung der Toten glaubten, die Sadduzäer aber nicht. Aber er hat es nicht nur deshalb gesagt, um irgendwie sich verteidigen zu können, sondern er hat auch an die Auferstehung natürlich geglaubt. Schauen wir uns Kapitel 26 an, in der Apostelgeschichte, die Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte 26, angefangen in Vers 6. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt, wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Und Paulus wollte mit allen Mitteln sicherstellen, dass er in der Auferstehung sein würde. Schauen wir uns Philipper Kapitel 3 an. Philipper Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Philipper Kapitel 3, die Verse 10 und 11. Er sagt hier, ihn, Jesus Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Er wollte zu der Auferstehung von den Toten gelangen. Wissen Sie, dass Jesus Christus auch gelehrt hat, dass alle Menschen von den Toten auferweckt werden? Alle Menschen ohne Ausnahme? Und dass Jesus Christus es sein wird, der alle Menschen auferwecken wird? Schauen wir uns einmal im Johannesevangelium Kapitel 5 an. Johannes Kapitel 5, die Verse 28 und 29. Johannes 5, Verse 28 und 29. Er sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, schauen Sie, alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Mit anderen Worten, die Stimme von Jesus Christus. Und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Hier wird also von der Auferstehung aller Menschen gesprochen, aber scheinbar wird hier eine Unterscheidung getroffen. Zunächst wird von der Auferstehung zum Leben oder der Auferstehung des Lebens gesprochen und dann aber auch von der Auferstehung des Gerichtes. Bedeutet dies, dass es mehrere Auferstehungen gibt, dass nicht alle in der gleichen Auferstehung sein werden? Das ist genau das, was die Bibel lehrt, meine Damen und Herren. Und als ich vor ungefähr 35 Jahren mit dieser Wahrheit konfrontiert wurde, habe ich zunächst nicht glauben wollen, dass so gut wie niemand diese Wahrheit zu kennen scheint. Die überwiegende Masse der Christenheit weiß nichts von der Tatsache, und das mag jetzt erstaunlich klingen, aber wenn wir uns weiter die Stellen ansehen, werden Sie mir recht geben müssen, sie weiß nichts von der Tatsache, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Sie weiß nichts von der Tatsache, dass wir den Schlaf des Todes schlafen, aber dann aus diesem Schlaf auferweckt werden müssen. Schauen Sie, es gibt eine zeitliche Abfolge, oder man könnte sagen eine Ordnung von mehreren Auferstehungen, die nicht zum gleichen Zeitpunkt stattfinden werden. Der Apostel Paulus erklärt dies in 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15, angefangen in Vers 20. Er schreibt, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also auch hier wiederum wird der Tod als ein Schlaf bezeichnet. Und Christus war der Erste, der Erstling, der aus den Toten auferweckt wurde. Wenn er der Erstling war, bedeutet dies, dass andere ihm nachfolgen würden. Es heißt dann weiter in Vers 21. Denn dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, dadurch, dass Adam gesündigt hat, kam der Tod in die Welt. So kommt auch durch einen Menschen, Jesus Christus, die Auferstehung der Toten. Dadurch, dass Christus für uns starb und dass wir, wenn wir seinen Opfertod akzeptieren und annehmen, dadurch Vergebung unserer Sünden erlangen können. Und der Sünde Sold ist der Tod. Und die Vergebung unserer Sünde geschieht durch die Gnade Gottes. Wenn alles dies geschieht, dann können wir von dem Tod ins Leben eingehen. Und so kommt es daher durch einen Menschen zur Auferstehung von den Toten. Vers 22.
Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder Mensch stirbt. Jeder Mensch, der wie Adam lebt, stirbt. Aber alle, die sterben, dieselben alle sozusagen, werden durch Christus lebendig gemacht werden. Wie? Durch die Auferstehung von den Toten. Aber nun Vers 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Hier wird eine Zeitabfolge beschrieben. Das Wort Ordnung im Griechischen, gemäß der Elberfelder Bibel, bedeutet eine Abteilung innerhalb einer Armee. Da gibt es verschiedene Abteilungen und jede Menschen haben eine gewisse Abteilung, zu der sie gehören. Es wird also eine Ordnung, eine Abteilung stattfinden und eine Abteilung ist natürlich besser als die andere. Wir sehen also hier eine Zeitabfolge verschiedener Ordnungen der Auferstehungen. Der erste, der von den Toten auferstand, war Jesus Christus. Wenn Christus zurückkommt, werden wahre Christen auferweckt, und zwar zum ewigen Leben. Schauen wir uns dies in 1. Korinther 15 an, im gleichen Kapitel, angefangen in Vers 42. So auch die Auferstehung der Toten, aber er spricht jetzt hier von denen, die in Christus sind, die gestorben sind, indem sie den Heiligen Geist Christi in sich hatten. Die werden dann auferweckt, und zwar zu einem Geistwesen. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Vers 47. Der erste Mensch, Adam, ist von der Erde und irdisch. Der zweite Mensch, der zweite Adam, Jesus Christus, ist vom Himmel. Denn Christus kam ja aus dem Himmel auf diese Erde und ist dann nachher, nach seiner Auferstehung, zurück in den Himmel gegangen. Vers 49. Und wie wir getragen haben, wenn Paulus jetzt von wir spricht, dann meint er alle die, die in Christus sind, die wahre bekehrte Christen sind. Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Wir werden der Gestalt Jesu Christi gleichgestaltet sein, der verherrlichten Gestalt Jesu Christi. Wir werden tragen das Bild des himmlischen Adam. Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Solange wie wir in diesem Fleisch sind, solange wie wir Fleisch und Blut sein, können wir nicht Solange wir Fleisch und Blut sind, können wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Eine Verwandlung, eine Änderung muss stattfinden, die jetzt Paulus hier beschreibt in Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Einige werden noch am Leben sein, wenn Christus zurückkommt. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, nicht vorher, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten, aber gemeint sind hier die Toten in Christus, werden auferstehen unverweslich und wir, die wir noch leben, werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Schauen Sie, hier wird die Wiederauferstehung zu ewigem Leben beschrieben. Es gibt also eine Auferstehung der Gerechten. Und so finden wir auch, dass es eine Auferstehung zum Gericht gibt. Die ist anders als die Auferstehung der Gerechten. Das ist eine Auferstehung der Ungerechten. Das bedeutet aber nicht, dass die jetzt in ewige Verdammnis gelangen werden. Das sind zunächst einmal solche, die zunächst einmal nicht gerecht gelebt haben, weil sie eben nicht wussten in diesem Leben, wie sie gerecht leben sollten. Schauen wir uns Apostelgeschichte 24 an. Apostelgeschichte 24 und in Vers 15. Wo es wiederum Paulus ist, der sagt, ich habe die Hoffnung zu Gott,
die auch sie selbst haben, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Nun, die Ungerechten werden nicht in der Auferstehung zur Unverweslichkeit sein. Gott wird keinem Ungerechten ewiges Leben geben. Aber Gott wird einem Ungerechten die Möglichkeit geben, in einer Auferstehung doch noch ewiges Leben zu erlangen. Schauen Sie, alle sterben in Adam, alle werden in Christus auferweckt, das heißt, Christus wird sie auferwecken, alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Dass es mehr als eine Auferstehung gibt, mehr als nur eine Auferstehung zur Unverweslichkeit, wird auch an anderen, vielen Bibelstellen deutlich gemacht. Schauen wir uns einmal 1. Korinther 6 an. 1. Korinther 6 und in Vers 14. 1. Korinther 6 und Vers 14. Da heißt es: Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Aber im Griechischen steht für das Wort für uns auferwecken das Wort aus auferwecken. Aus auferwecken, mit anderen Worten, aus den Toten auferwecken. Wenn Christus zurückkommt, wird er nicht alle Toten auferwecken, sondern nur die, die in Christus gestorben sind, aus den Toten auferwecken. Wir finden das Gleiche auch in Philipper Kapitel 3, eine Stelle, die wir eben gelesen haben, aber ich möchte hier noch eine Bemerkung dazu abgeben. In Philipper Kapitel 3 noch einmal die Verse 10 und 11, wo Paulus sagte: Ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Heiligkeit oder Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgeschaltet werden, Vers 11, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nun, das ist nicht unbedingt klar hier gesagt, Auferstehung von den Toten. Die Elberfelder Bibel gibt als Anmerkung, das bedeutet eine Herausauferstehung. Eine Herausauferstehung wiederum. Aus der Masse der Toten werden einige, die nämlich die in Christus gestorben sind, aus dieser Masse heraus auferweckt. Die Menge-Übersetzung schreibt: Auferstehung aus den Toten, wörtlich, jetzt achten Sie darauf, aus Auferstehung. Das heißt, die erste Auferstehung der Gerechten bei der Wiederkunft Christi, vergleiche 1. Korinther 15, Vers 23. Die Stelle, die wir gerade lasen, die von der Ordnung der Auferstehungen spricht. Also die Menge-Übersetzung stellt klar und deutlich fest, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Die erste Auferstehung der Gerechten findet statt, wenn Christus zurückkommt. Diejenigen, die in der Auferstehung der Gerechten oder der ersten Auferstehung sein werden, werden zu Geistwesen verwandelt werden. Sie werden als Geistwesen in das Reich Gottes eingehen. Schauen Sie, das ist eigentlich die frohe Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium, das Jesus Christus brachte. Er kam, um das Reich Gottes zu verkünden. Er sagte: Bereut, glaubet an das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, weil er jetzt es möglich machte, den Menschen zu sagen, wie man in das Reich Gottes gelangen kann. Aber Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Es bedarf einer Verwandlung von Fleisch zu Geist. Und das wird geschehen bei der Auferstehung der Gerechten zum Zeitpunkt der Wiederkehr Jesu Christi. Aber da es nun eine erste Auferstehung gibt, muss es logischerweise zumindest dann auch eine zweite Auferstehung geben. Und das ist genau das, was die Bibel lehrt. Dass es nämlich auch eine zweite Auferstehung gibt. Und die wird später stattfinden. Nicht zum Zeitpunkt der Wiederkehr Christi. Und es wird auch keine Auferstehung zum ewigen Leben sein. Es wird aber auch keine Auferstehung zum ewigen Tod oder zu ewiger Qual sein. Diese Auferstehung, diese zweite Auferstehung wird klar und deutlich in der Bibel gelehrt. Und viele haben davon noch nie etwas gehört. Und wenn sie vielleicht etwas davon gehört haben, haben sie keine Ahnung, was damit gemeint ist. Schauen wir uns in der Offenbarung Kapitel 20 dies einmal genauer an. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 4. Die Lutherbibel übersetzt diese Stelle oder leitet diese Stelle ein mit der Überschrift das tausendjährige Reich. Es handelt sich in der Tat hier um das Millennium, um die Zeit, wenn Jesus Christus nach seiner Rückkehr hier auf Erden für 1000 Jahre herrschen wird. Millennium heißt ja 1000. Und hier zu diesem Zeitpunkt wird Folgendes geschehen, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben.
Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Das sind Dinge, die ich auch noch später in einer anderen Predigt dann beschreiben werde. Diese Seelen, schauen Sie, wurden lebendig. Mit anderen Worten, das waren keine unsterblichen Seelen, die bereits schon unsterblich waren. Diese Seelen, die getötet worden waren, wurden lebendig. Die Seele ist der Mensch. Der Mensch wurde lebendig. Der wurde auferweckt und regierten mit Christus 1000 Jahre. Schauen Sie, dies ist die erste Auferstehung, von der wir sprachen. Aber es geht ja weiter in Vers 5. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung, die sich auf jene bezieht, die dann während dieser 1000 Jahre herrschen werden. Vers 6. Selig ist und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, der endgültige Tod, über den wir gleich noch sprechen werden, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also hier wird deutlich von der ersten Auferstehung gesprochen. Aber was geschieht dann? Was geschieht nach den 1000 Jahren? Wir lasen ja gerade, dass es heißt, die anderen Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Mit anderen Worten, werden sie dann lebendig werden, nachdem die 1000 Jahre vollendet worden sind. Und das finden wir genau beschrieben in den Versen 11 und 12 im gleichen Kapitel. In der Lutherbibel wird dieser Abschnitt eingeleitet mit der Aussage, das Weltgericht. Aber zum Beispiel die Elberfelder Bibel sagt hier, zweite Auferstehung und Weltgericht. Und die Mengebibel sagt auch, die zweite allgemeine Auferstehung und das jüngste Gericht. Und hier wird diese zweite Auferstehung beschrieben, angefangen in Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Also die Toten stehen. Die Toten sind auferstanden. Die stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Hier geht es um die Auferstehung des Gerichtes, von der Christus ja sprach. Alle, wie er sagte, werden seine Stimme hören. Die einen werden eingehen in die Auferstehung des Lebens, die andere in die Auferstehung des Gerichtes. Und hier haben wir beschrieben die Auferstehung des Gerichtes. Aber diese Auferstehung ist nicht eine Auferstehung zu Geist. Diese Auferstehung ist eine Auferstehung zu physischem Leben. Sie bezieht sich auf all jene, die in diesem Leben Jesus Christus als ihren Erlöser nicht angenommen haben. Bedenken Sie, wir lasen ja, dass wir nicht zum Heil gelangen können, außer durch Jesus Christus. Dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der uns den Weg zum Heil eröffnet. Aber die haben in diesem Leben Jesus Christus nicht angenommen, vielleicht deshalb, weil sie noch nie etwas von ihm gehört haben. Vielleicht deshalb, weil ihnen nicht bewusst geworden ist, wie notwendig es ist, Jesus Christus zu akzeptieren und den Weg Gottes zu gehen. Diese zweite Auferstehung zu physischem Leben wird in vielen Stellen der Bibel beschrieben. Schauen wir uns zunächst einmal eine Stelle im Alten Testament an, aber gleich werden wir uns auch Stellen im Neuen Testament ansehen. Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel Kapitel 37, angefangen in Vers 1. Da heißt es, des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mit anderen Worten, ganz klar eine physische
Auferstehung und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren oder erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr, Odem, komme herzu von den vier Winden, und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Vers 11, und er sprach zu mir, du Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraufhole. Hier wird klar und deutlich beschrieben, die Auferstehung aus den Gräbern, wenn sie die Stimme Christi hören, zum Gericht. Die zweite Auferstehung wird hier beschrieben. Stellvertretend für alle Menschen wird hier das ganze Haus Israel beschrieben. Eine Auferstehung wird beschrieben, aber nicht zu Geistwesen, sondern zu einem physischen Leben. Wie wir gesagt hatten, es wird aber nicht nur das ganze Haus Israel die Stimme Jesu Christi hören, sondern alle Menschen werden sie hören, wenn sie in ihren Gräbern sind, und dann werden sich die Gräber auftun und sie werden hervorgehen. Schauen wir uns nun Vers 14 im gleichen Kapitel an. Das sagt uns nämlich noch etwas mehr. Vers 14. In der Lutherbibel heißt es, ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Aber in der Elberfelder Übersetzung heißt es richtiger, ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, dass ihr wirklich lebt, dass ihr geistliches Leben führen könnt. Die Menge-Übersetzung sagt auch hier Geist anstelle von Odem. Es geht hier um die Bekehrung des Hauses Israel. Schauen Sie, Gott wird seinen Heiligen Geist in sie geben, nachdem sie ihre Sünden bereut haben, nachdem sie Jesus Christus und sein Opfer für sie anerkannt haben und nachdem sie sich taufen lassen. Wie auch heute jemand den Heiligen Geist nur dann erhalten kann, wenn er bereut, wenn er an das Opfer Jesu Christi und an das Evangelium glaubt und wenn er sich taufen lässt. Es heißt auch, dass wir bereits jetzt schon gehorsam sein müssen dem Wort Gottes, denn Gott gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm gehorsam sind. Heute ist Israel im Großen und Ganzen noch nicht zum Heil gekommen. Doch dies wird in der zweiten Auferstehung möglich sein, wie uns auch dies Paulus ganz deutlich sagt, und zwar im Römerbrief. In Römer Kapitel 11. Römer Kapitel 11, angefangen in Vers 7. Römer Kapitel 11, angefangen in Vers 7. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die Auserwählten bezieht sich auf jene, die Christus anerkannt haben, in denen der Geist Christi lebt. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Und dann zitiert er hier Jesaja 29. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestauchelt, damit sie fallen, damit sie endgültig verdammt sind? Das sei ferne. Sondern durch ihren zeitweiligen Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Vers 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden.
wie geschrieben steht. Und dann zitiert er Jesaja 59 und Jeremia 31. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, Jesus Christus, der Messias, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Aber er wird dies nicht tun für alle, die bereits schon gestorben sind im Zeitpunkt der ersten Auferstehung. Es wird aber geschehen im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung. Aber es ist nicht nur Israel, die im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung das Heil angeboten bekommen werden, sondern auch alle nicht-israelitischen Völker, alle Menschen, die in ihrem Leben Christus nicht haben anerkennen und annehmen können, weil sie nichts von ihm wussten oder weil sie die Notwendigkeit nicht erkannt hatten, dies zu tun. Allen Menschen wird in der zweiten Auferstehung diese Möglichkeit gegeben werden. Wie ich ja sagte, es heißt ja, dass alle werden in Christus auferweckt. Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Und so schauen wir uns nun im Neuen Testament mehrere Stellen an, die dies bedeuten, die dies also klarstellen. In Matthäus Kapitel 10 zum Beispiel. Matthäus Kapitel 10, die Verse 14 und 15. Matthäus Kapitel 10, die Verse 14 und 15. Er hat die Apostel jetzt zu verschiedenen Häusern in Israel geschickt und er sagt, und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören, wird mit anderen Worten, die wollten das Evangelium verkünden und einige nahmen es an und andere nicht, wenn also jemand die Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodomer und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Diese Stelle besagt, dass die Menschen, die in Sodom und Gomorra lebten, einer schrecklichen Gegend, die umgebracht wurden, weil sie eben so verderblich gelebt haben, die werden am Tage des Gerichtes in der zweiten Auferstehung zusammen mit den Menschen sein, die zur Zeit Jesu Christi die Rede der Apostel nicht hören wollten. Und für die Sodomer und Gomorra wird es sogar noch erträglicher sein, zu dem Zeitpunkt, als für diese Menschen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen, was das heißt. Zunächst Matthäus Kapitel 11, die Verse 20 bis 24. Matthäus Kapitel 11, die Verse 20 bis 24. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan, sie hatten nicht bereut, sie hatten sich nicht abgewendet von ihren bösen Werken und angefangen, das Gute zu tun. Vers 21, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan oder bereut. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird im Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Nur wenn es heißt, du wirst in die Hölle gestoßen werden, das Wort für Hölle im Griechischen heißt Hades, was eigentlich nur Tod bedeutet. Es bedeutet, dass sie nicht in der ersten Auferstehung sein werden. Denn wer in der ersten Auferstehung sein wird, der ist ja aus dem Tod ins Leben übergegangen. Auch hier wiederum wird deutlich gemacht, dass es alle diese Menschen, die da aufgeführt werden, die wird es alle in der zweiten Auferstehung geben. Die werden alle in der zweiten Auferstehung hochkommen. Und für einige wird es dann erträglicher sein als für andere. Matthäus 12, die Verse 41 und 42. Matthäus 12, die Verse 41 und 42. Das heißt, die Leute von Nineveh, da habe ich ja letztens drüber gesprochen, als ich die Predigt über Jona gab. Die Leute von Nineveh werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht, mit den Menschen, die zur Zeit von Christus lebten, und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona, und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Nun, das Wort für auftreten, wo es heißt, die werden auftreten, wird richtiger übersetzt als aufstehen. Die Elberfelder Bibel schreibt hier, die werden aufstehen im Gericht. Mit anderen Worten, eine Auferstehung ist hier beschrieben. Und wenn es heißt, die werden sie verdammen, dann kann das auch heißen, die werden seine Verurteilung
herbeiführen oder sie werden sie verurteilen, wie es die Mengebibel erklärt. Mit anderen Worten, es ist keine ewige Verdammnis gemeint, notwendigerweise. Es wird hier eine Verurteilung beschrieben, indem die dann zu den Menschen sagen, die zu Jesu Zeiten gelebt haben, wir haben bereut, als wir Jona hörten. Und ihr habt noch nicht einmal bereut, als ihr Jesus Christus hörtet. Es wird dann für die nicht so erträglich sein in der zweiten Auferstehung wie für andere. Aber schauen Sie, das Gericht der zweiten Auferstehung ist nicht auf einen fixierten Zeitpunkt von wenigen Minuten beschränkt, sondern es ist eine Gerichtsperiode, die vielleicht, wie die Bibel es anzudeuten scheint, 100 Jahre dauern könnte. Schauen wir uns einmal diese Stelle an in Jesaja Kapitel 65. Jesaja Kapitel 65. Die meisten haben die Vorstellung, dass wenn wir von dem jüngsten Gericht reden oder von der zweiten Auferstehung, dass dies alles so innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten geschieht. Nein, es ist eine Zeitperiode, die den Menschen dann gegeben werden wird, damit sie sich bewähren können. Es heißt ja, dass Bücher aufgetan werden, die Bücher der Bibel. Und dann wird auch das Buch des Lebens aufgetan. Und es wird dann die Möglichkeit bestehen, dass die Menschen, wenn sie sich an die Bibel wenden, dass sie die Lehren, die in den Büchern der Bibel enthalten sind, wenn die dann befolgen, dass die dann letztendlich in das Buch des Lebens eingetragen werden können, was symbolisch ist für das ewige Leben erhalten. Und hier in Jesaja Kapitel 65 und Vers 20, Jesaja 65 und Vers 20 lesen wir über diese Zeit. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Nun, die Elberfelder Übersetzung bringt das ein bisschen genauer. Und die schreiben, der Sündigende oder der Verfehlende wird erst als Sohn von 100 Jahren verflucht werden. Also scheinbar wird eine Zeitspanne von 100 Jahren bereitgestellt für die Menschen in der zweiten Auferstehung, um sich entweder zu bewähren und für das ewige Leben zu entscheiden, oder aber um sich endgültig von Gott und seinem Weg abzuwenden und dann, wie wir gleich sehen werden, die ewige Verurteilung zu empfangen. Schauen Sie, auch heute werden ja wahre Christen bereits gerichtet. Wir werden heute gerichtet, wie wir heute leben. Schauen wir uns diesen 1. Petrus Kapitel 4 an. Auch unser heutiges Gericht ist ja nicht nur auf wenige Sekunden oder Minuten beschränkt. 1. Petrus, Kapitel 4 und in Vers 17. Da lesen wir, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfange an dem Hause Gottes. Wahre Christen gehören zu dem geistlichen Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen? Schauen Sie, hier wird wieder das Ende besprochen, von dem auch Paulus an anderen Stellen sprach. Mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben. Also auch wir werden gerichtet. Unsere Lebensweise wird heute gerichtet. So wird es auch in der zweiten Auferstehung geschehen. Diese zweite Auferstehung wird über eine gewisse Zeitspanne andauern. Und ihre Werke werden dann beurteilt werden und gerichtet werden. Nicht nur die Werke, die sie im jetzigen Leben begangen haben, sondern auch die Werke, die sie dann tun werden in der zweiten Auferstehung, wenn sie die Wahrheit mehr und mehr erkennen. Sie werden so gerichtet werden, wie auch heute wahre Christen gerichtet werden. Wenn sie sich qualifizieren, dann werden sie auch in das Reich Gottes eingehen, werden zu Geistwesen verwandelt werden, wie das heute auch mit wahren Christen der Fall sein wird. Sie werden dann auch Familienmitglieder der Familie Gottes werden. Nun, für einige, die in diesem Leben schwer gesündigt haben, wird es schwieriger sein, in der zweiten Auferstehung zur Reue zu kommen, ihre falschen Werte und Werke abzulegen, sich zu Gott zu bekennen, sich zu Gott zu bekehren und dann auch Gottes Willen zu tun. Wenn sich an Leute wie zum Beispiel Hitler erinnern, nehmen wir einmal an, der ist in der zweiten Auferstehung, für den wird es sicherlich sehr viel schwieriger sein, zu erkennen, dass seine gesamte Gedankenphilosophie, alles das, wofür er eingetreten ist, verkehrt war, dem Willen Gottes total zuwider war. Oder denken wir an die Pharisäer zur Zeit Jesu Christi. Für die wird es schwer werden. Die haben ja Jesus Christus verraten. Die wussten, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Zumindest, dass er ein Prophet Gottes war. Haben aber trotzdem ihn nicht anerkannt. Christus selbst hat sie gewarnt.
Schauen wir uns diese Stelle in Matthäus 21 an. Matthäus 21, angefangen in Vers 28. Matthäus 21, angefangen in Vers 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Dann aber reute es ihn, er bereute, und er ging hin. Er zeigte durch seine Handlung, dass er wirklich bereute. Vers 30, und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Und er antwortete und sprach, ja, Herr. Und er ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Nun, wo es heißt hier, sie kommen eher ins Reich Gottes als ihr, da muss man das Wort eher in einer zeitlichen Perspektive sehen. Die kommen zeitlich gesehen eher ins Reich Gottes als ihr. Die werden eher zur Reue kommen, eher dazu kommen, schneller dazu kommen, Gottes Wahrheit zu akzeptieren. Die Menge-Übersetzung schreibt hier, sie kommen vor euch ins Reich Gottes. Die Elberfelder Bibel sagt, sie werden euch vorangehen. Hier wird nicht unbedingt gesagt, dass die Pharisäer nicht im Reich Gottes sein werden, dass sie überhaupt niemals mehr bereuen könnten, aber es wird deutlich gemacht, dass es für die Huren und für die Zöllner leichter sein wird, weil sie eben eine bessere Einstellung hatten. Die haben nur nicht gewusst damals, wie man leben musste. Die Pharisäer hatten schon eine gewisse Ahnung, wollten aber nach wie vor dann nicht so leben, wie sie hätten leben sollen. Nun, wie ich eingangs sagte, einige Kommentare haben verstanden, dass es zumindest mehr als nur eine Auferstehung gibt. Ich möchte hier kurz von Rienikers Lexikon zur Bibel vorlesen. Rieniker schreibt Folgendes unter der Rubrik Auferstehung. Die allgemeine Totenauferstehung zum Gericht. Er schreibt, die Auferstehung Jesu hat unermessliche Folgen auch für die übrige Menschheit. Er sprach gerade von der ersten Auferstehung. Und er schreibt jetzt, hat auch Folgen für die übrige Menschheit, die nicht zum Glauben an den Herrn durchgedrungen ist. Nach Jesu Aussage in Johannes 5, Vers 28 gibt es eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichtes. Er zitiert dann 1. Korinther 15, gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Diese allgemeine Auferstehung geschieht, wenn Christus seine Königsherrschaft in die Hände seines Vaters zurückgegeben hat, also am Ende der Erdentage. Siehe 1. Korinther 15, 24. Diese Auferstehung ist mit dem jüngsten Gericht verbunden und wird alle Toten vor dem Thron des Weltrichters vereinen. Die Schrift in den Gerichtsakten Gottes und die Namenlisten im Buch des Lebens entscheiden über das endgültige Los der Gerichteten. Also hier hat Rieniker zumindest verstanden, dass es mehr als nur eine Auferstehung gibt. Aber etwas scheint er auch nicht verstanden zu haben, was die wenigsten verstanden haben. Denn nicht jeder, der in der zweiten Auferstehung sein wird, wird Christus als Erlöser anerkennen und ihn insoweit annehmen. Und auch in diesem Leben haben ja vielleicht einige schon bereits die Wahrheit erkannt, haben sie aber abgelehnt. Und zwar endgültig abgelehnt, unwiderruflich abgelehnt. Man könnte vielleicht an König Saul im Alten Testament denken, der sich total gegen Gott gewandt hatte, obwohl er den Heiligen Geist einmal erhalten hatte, aber ihn dann wieder verlor. Und so lehrt die Bibel in der Tat, dass es Menschen geben wird, die sich nicht für das Heil qualifizieren werden. Und da wird es dann eine dritte Auferstehung geben. Eine dritte Auferstehung. Die ist für jene vorbehalten, die Gott aus Bosheit in voller Erkenntnis der Wahrheit verleugnet haben. Diese endgültige Verleugnung wird in der Tat als die unvergebbare Sünde bezeichnet. Schauen wir uns kurz einige Stellen an, die diese unvergebbare Sünde, also eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, beschreiben. In Markus Kapitel 3. In Markus Kapitel 3 spricht Christus von der unvergebbaren Sünde. Er sagt nicht unbedingt, dass die Pharisäer sie begangen haben, aber er warnt sie, dass sie in großer Gefahr waren, sie zu begehen. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 28, er sagt, wahrlich, ich sage euch,
Markus 3 und Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, wenn sie bereuen. Auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wer also die Kraft lästert, ablehnt, die einen dazu bringen kann, sich zu ändern, der wird keine Vergebung haben in Ewigkeit, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also die wussten, dass Christus ein Prophet Gottes war, der also den Heiligen Geist Gottes hatte. Aber sie sagten, der treibt Satan mit Dämonen aus. Das war eine Lästerung, die sehr gefährlich war. Sie lehnten die Kraft des Heiligen Geistes ab. Die meisten Menschen, die heute nicht auf Gottes Evangelium, auf die Evangeliumsbotschaft reagieren, haben jedoch diese unvergebbare Sünde nicht begangen. Sie werden in der zweiten Auferstehung sein. Sie haben nicht voll bewusst diese Ablehnung getan. Sie sind sich gar nicht im Klaren darüber, was eigentlich verkündigt wird, dass es wirklich die Wahrheit ist, die sie hören, aber dann ablehnen zurzeit. Schauen Sie, derjenige, der die unvergebbare Sünde begeht, kann keine Vergebung erlangen, weil er keine Vergebung erlangen will. Er kann nicht bereuen, weil er nicht bereuen will. Und Gott zwingt ihm Reue und Vergebung nicht auf. Gott vergibt uns, wenn wir bereuen. Aber wenn jemand nicht bereuen will, dann kann er nicht bereuen. Und kann von daher dann auch keine Vergebung erlangen. Schauen wir uns die dritte Auferstehung an, die Beschreibung der dritten Auferstehung in Offenbarung 20, angefangen in Vers 13. Nun, die meisten Bibelübersetzungen haben hier keinen Paragraphen zwischen Vers 12 und Vers 13 und geben damit so scheinbar den Eindruck, als ob das alles noch zur zweiten Auferstehung gehört. Aber schauen Sie, die Toten der zweiten Auferstehung waren ja bereits auferstanden. Die wurden ja bereits gerichtet anhand der Bücher. Aber hier finden wir jetzt eine weitere Auferstehung beschrieben in Vers 13 von Offenbarung 20. Und das Meer gab die Toten heraus. Das ist jetzt eine weitere Auferstehung. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist die dritte Auferstehung, deren Schicksal es ist, in den feurigen Pfuhl geworfen zu werden. Da kommen wir gleich noch drauf zurück, was damit gemeint ist. Zunächst einmal eine Stelle im Daniel-Buch, im Alten Testament, Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und lesen wir Vers 2. Daniel Kapitel 12 und Vers 2. Denn da wird auch von der dritten Auferstehung gesprochen und von der ersten. Hier wird die zweite nicht erwähnt. Daniel 12 und Vers 2, da heißt es, und viele, schauen Sie, hier heißt es nicht alle, weil ja nämlich die zweite Auferstehung nicht erwähnt wird. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, also auch hier wiederum wird der Tod mit einem Schlaf verglichen, die werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Menge schreibt, zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Schauen Sie, das sind die Menschen in der dritten Auferstehung. Die werden ebenfalls zu physischer Existenz auferweckt, aber nicht mit der Möglichkeit, ewiges Leben zu erhalten, sondern mit der Strafe des ewigen Todes und des ewigen feurigen Pfuhls. Und man wird dann an sie für ewig mit Abscheu denken müssen, wenn man an sie denkt, weil die haben eben nicht die Möglichkeit wahrgenommen, ins Reich Gottes eingehen zu wollen. Aber ihre Existenz wird vernichtet werden. Die werden nicht für alle Zeiten jetzt in einem feurigen Pfuhl, in einer Hölle gequält werden. Das wäre ja eine sehr sadistische Charaktereigenschaft Gottes, wenn das der Fall wäre. Nein, sie werden vernichtet werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Schauen wir uns dies in Obadja an, einem Buch im Alten Testament, das direkt nach dem Buch Amos zu finden ist, direkt vor dem Buch Jona. Obadja, die Verse 15 und 16. Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen.
Vers 16, denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken, ja, sie sollen saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Ihre Existenz wird völlig vernichtet werden für alle Ewigkeit. Im Buch Maleachi, im letzten Buch des Alten Testamentes, wie er sich hier in der Lutherbibel befindet, in Maleachi Kapitel 3, Maleachi Kapitel 3, angefangen in Vers 19, wird ebenfalls von dieser dritten Auferstehung gesprochen. Und sie wird verglichen mit der ersten. Maleachi Kapitel 3, angefangen in Vers 19. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Mit anderen Worten, die werden total vernichtet, verbrannt werden. Und von denen wird nichts übrig bleiben. Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Die Menge-Übersetzung sagt, dass man auch das Wort Staub mit Asche übersetzen kann. Die werden also zu Staub werden, zu Asche werden, wenn sie verbrannt werden, wenn ihre Existenz aufhören wird. In Matthäus Kapitel 3 und Vers 10 finden wir auch im Neuen Testament die Lehre bestätigt, dass die Gottlosen, die sich unwiderruflich endgültig gegen Gott entscheiden, verbrannt, ausgelöscht werden. Die werden nicht für alle Ewigkeit in irgendeiner Hölle Qualen erleiden. Matthäus Kapitel 3 und Vers 10. Da schreibt Johannes der Täufer: Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und so lesen wir auch in 2. Petrus, im 3. Kapitel, über das Schicksal derjenigen, die in der dritten Auferstehung sein werden. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 7. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 7. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Auch hier wiederum werden zwei Dinge beschrieben, der Tag des Gerichtes und der Tag der Verdammnis der gottlosen Menschen. Die Elberfelder Übersetzung hat hier Verderben für Verdammnis und Menge übersetzt Untergang. Die gottlosen Menschen werden verderben, sie werden untergehen, sie werden vernichtet. In den meisten Fällen, wie ich sagte, wird diese Sünde, diese unvergebbare Sünde, von jenen begangen, die den Heiligen Geist in diesem Leben erhielten oder vielleicht in der zweiten Auferstehung erhalten werden oder auch im Millennium, die sich aber dann durch kontinuierliches, böswilliges Verhalten Gott gegenüber davon abwenden und deshalb den Heiligen Geist wieder verlieren. Schauen wir uns in Hebräer Kapitel 10 die Beschreibung an von denen, die das Schicksal des Todes im feurigen Pfuhl erleiden werden. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 und 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, hier, er schreibt von uns, er bezieht uns mit ein, wir, er beschreibt also diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Verzehren wird. Nicht für alle Ewigkeit quälen wird, aber verzehren wird. In Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 8. Hebräer Kapitel 6 und die Verse 4 bis 8. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, mit anderen Worten, die haben den Heiligen Geist erhalten, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind,
wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Schauen Sie, es handelt sich um Leute, die nicht mehr bereuen wollen. Und weil sie nicht mehr bereuen wollen, können sie auch nicht mehr bereuen, können sie auch nicht erneuert werden zu erneuter Reue. Und so fährt dann Paulus fort zu schreiben in Vers 7. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, sodass man sie zuletzt abbrennt. Also auch hier wird wiederum die Vernichtung der Gottlosen, die die unvergebbare Sünde begangen haben oder begehen werden, im feurigen Pfuhl in der dritten Auferstehung beschrieben. Ich persönlich denke, dass die meisten Gottes Gabe des ewigen Lebens in der zweiten Auferstehung akzeptieren werden und nicht im feurigen Pfuhl enden werden. Heute ist diese Welt nicht von Gott regiert und die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie eine von Gott regierte Welt aussehen würde. Aber das wird kommen, das wird in der zweiten Auferstehung kommen für die meisten Menschen, für alle die, die eben noch nicht damals Christus in ihrem Leben haben anerkennen können, weil sie die Gelegenheit dazu nicht hatten. Und wenn sie den Kontrast sehen werden zu der heutigen Welt, wie sie heute besteht, mit dem Leid, dem Elend, Kriegen und all diesen schrecklichen Dingen und der Welt von morgen, die in wahrer Herrlichkeit existieren wird, wer wird dann nicht diese Welt und den Weg Gottes akzeptieren wollen? Doch wenn Sie, meine Damen und Herren, auf Predigten wie diese positiv reagieren, wenn Sie mehr erfahren möchten von der Wahrheit, die wir hier verkünden, dann besteht die Möglichkeit, die große Möglichkeit, dass Gott Sie bereits heute zu der ersten Auferstehung beruft, zu einem Leben als einem Geistwesen in der Zukunft, dass auch Sie heute bereits schon zu den Auserwählten gehören können, von denen Paulus gesprochen hat. Denn es ist letztendlich diese Auferstehung, diese erste Auferstehung, die wir alle suchen sollten, die wir alle uns bemühen sollten zu erlangen. Es ist eine Auferstehung, die besser ist als die zweite und mit Sicherheit natürlich auch die dritte. Denn es ist ja eine Auferstehung zu einem ewigen Leben. Wir können dann nicht mehr sterben, wenn wir in diese Auferstehung eingehen. In der zweiten Auferstehung besteht ja nach wie vor noch die Möglichkeit. Zunächst einmal werden wir wiederum nur physisch auferweckt, dass wir uns dann gegen Gott entscheiden und dann doch noch umkommen könnten für alle Ewigkeit. Und so schauen wir uns in Hebräer Kapitel 11 einmal an, was diejenigen, die die erste Auferstehung erkannt hatten und verstanden hatten, wie die ihr Leben gestalteten. Hebräer Kapitel 11 und Vers 35. Da gab es natürlich Fälle, wo Menschen zu physischem Leben auferweckt worden sind, die bereits gestorben waren. Und so heißt es hier in Vers 35 im Alten Testament, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Aber das war eine physische Auferstehung, die war nur zeitweilig und dann starben die Toten natürlich wieder nach einer gewissen Zeit. Oder vielmehr die dann zum Leben erweckt worden waren, starben dann wieder nach einer gewissen Zeit. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen. Die haben also nicht Gott oder Christus verleugnet während dieser Marterung und gesagt, ich glaube nicht an Gott, wenn das die Bedingung war, unter der sie ihre Freilassung erhalten könnten. Nein, die haben ihre Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Das sind diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die besser ist. Es ist die Auferstehung zu ewigem Leben. Und so wollen wir uns abschließend noch die Stelle in Johannes Kapitel 5 anschauen, in der auch wiederum Jesus Christus diese erste Auferstehung beschreibt, auf die wir uns alle, wenn wir von Gott berufen sind, die Wahrheit zu erkennen, konzentrieren sollten. Johannes Kapitel 5 und in Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der also gehorsam ist dem gegenüber, was Gott sagt, und der dem Vater glaubt und der Jesus Christus glaubt und der den Heiligen Geist empfängt, der hat das ewige Leben. Solange wie der Heilige Geist Gottes in uns wohnt, haben wir das ewige Leben. Denn Gott wird uns durch den Geist, der in uns wohnt, auferwecken zu ewigem Leben. Und der kommt nicht in das Gericht der zweiten Auferstehung, der wird dann nicht mehr gerichtet.
Denn es heißt ja, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir getreulich dem leben, was Gott uns sagt, seinen Heiligen Geist in uns wohnen lassen, dem folgen, was der Heilige Geist uns lehrt, dann werden wir, wenn wir sterben, auferweckt werden zu ewigem Leben. Und wenn wir noch zu dem Zeitpunkt leben, wenn Christus zurückkommt, werden wir verwandelt werden in Geistwesen. Wenn wir sterben, werden wir den Schlaf des Todes schlafen. Wir werden ohne Bewusstsein sein während dieser Zeit. Und wir werden auferweckt werden im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und es wird für uns sein, als ob nur eine Sekunde unseres Bewusstseins vergangen ist. Meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit der drei Auferstehungen, die die Bibel lehrt. Sie brauchen keine Sorgen zu haben um ihre Verwandten, die vielleicht heute noch nicht Jesus Christus anerkannt haben, weil sie eben noch nicht genau erkennen und wissen, warum man es tun muss. Aber sie brauchen sich auch keine Sorgen um ihr eigenes Leben zu machen, wenn sie sich dazu bereit erklären, Jesus Christus zu folgen, Gott dem Vater zu folgen, den Heiligen Geist zu erlangen, zu bereuen, zu glauben, durch die Taufe den Heiligen Geist erlangen und dann weiter so leben, wie Christus es von ihnen erwartet. So werden sie als ein Geistwesen im Reich Gottes, in der Familie Gottes sein, in wenigen Jahren, denn die Zeit der Wiederkunft Christi ist nahe herbeigekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.